Hallo meine Hübschen! Heute habe ich für euch ein sehr stark angefragtes Video und zwar zeige ich euch heute meine 5 Top-Favoriten Foundations aller Zeiten, egal ob Drogerie oder High-End. Und ich mache es heute so, ich gehe von am günstigsten bis am teuersten vor und fange an mit natürlich der günstigsten. Und zwar habe ich hier eine Foundation von Catrice und das ist die All Matte Plus Foundation. Ich habe die vor gar nicht so langer Zeit erst entdeckt, vor ein paar Monaten. Und ich hatte vorher echt immer so dieses Vorurteil, Drogerie-Foundations taugen nicht so viel. Und deswegen habe ich halt immer so die teureren gekauft. Aber die hier ist für mich wie eine High-End-Foundation. Also ich habe High-End-Foundations, die 40 Euro gekostet haben und die finde ich schlechter als diese hier. Und die kostet 6,95. Ich habe die hellste Farbe, 10, Light Beige. Ich finde, sie deckt mittel bis stark ab. Ich habe einige Tutorials mit der Foundation gedreht. Ich linke die euch unten, falls ihr sehen wollt, wie die Foundation beim Auftragen aussieht. Ich finde, sie lässt sich extrem leicht auftragen. Egal, ob ihr einen Pinsel, Fingern, Schwämmchen benutzt, habe ich alles ausprobiert. Es funktioniert alles richtig gut. Sie ist toll. Ich finde nur nicht, dass sie besonders stark mattiert und hier drauf steht, dass sie stark mattieren soll. Oder zumindest, dass sie mattieren soll. Also ich finde nicht unbedingt, dass das halt wahr ist, aber ist mir egal, weil ich die Foundation toll finde. Also Top-Produkt für mich und ich weiß auch ganz genau, viele von euch mögen die richtig gerne, weil ich mal eine eigene Review zu dem Thema gedreht habe. Die ist auch unten für euch verlinkt. Also ein Video nur über diese Foundation und da haben sehr viele gesagt, dass sie die hier eben auch sehr gerne mögen. Übrigens, die hat einen Pumpspender. Und falls ihr euch wundert, wieso ich euch das jetzt zeige, dann schaut euch einfach die Review an. Rückblickend betrachtet ist es eigentlich ganz witzig, aber in dem Moment, als mir auf einmal alle angefangen haben zu schreiben, die Foundation hat doch einen Pumpspender, sie hat doch einen Pumpspender und du brauchst nur den Deckel abzuziehen, war mir das echt ein bisschen peinlich. Dann, auch aus der Drogerie, habe ich, naja, eigentlich keine Foundation, aber es ist halt eine BB-Cream und ich dachte, ich bringe das halt mal in dieses Video rein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das ist nämlich eigentlich keine BB-Cream. Ich habe ein paar von diesen Skin 79 und Misha und so weiter BB-Creams und die sind halt ganz anders als das hier, aber ich finde die trotzdem richtig gut. Für mich ist das eher so eine Art getönte Tagescreme. Ich vermute nur ganz stark, dass man die BB-Cream entweder wirklich richtig lieben oder hassen wird. Ich habe nämlich schon von vielen gehört, dass sie die überhaupt nicht gerne mögen. Die deckt halt wirklich wenig ab und wenn man viel Deckkraft braucht oder haben möchte, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man entweder noch mit einem Concealer nachgehen oder wird halt unzufrieden sein. Ich glaube, bei dieser BB-Cream ist für mich halt so der große Vorteil, dass es echt ganz, ganz schnell geht, sie aufzutragen und so in die Haut einzuarbeiten. Bei allen anderen Foundations, die ich euch zeige, dauert das ein bisschen länger. Also ich brauche ein Schwämmchen oder ich muss halt wirklich genau aufpassen, dass hier keine Übergänge irgendwie entstehen, die halt so blöd aussehen. Und dabei gehe ich einfach nur so von mir aus sogar ohne Spiegel übers Gesicht und bin fertig. Und was wirklich gut daran ist, ich finde, sie spendet Feuchtigkeit. Also ich mag die Konsistenz richtig gerne. Die fühlt sich für mich wirklich wie so eine Feuchtigkeitscreme schon fast an. Sie fühlt sich nicht schwer auf der Haut an. Kostet 8,25 Euro ungefähr. Also so viel kostet sie bei mir bei DM. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Total empfehlenswert. Dann eine Foundation, die ihr leider, leider nicht so einfach in Deutschland bekommt. Aber es ist halt eine meiner Top 5 Foundations und ich möchte sie euch gerne zeigen. Ich weiß, nicht alle von euch kommen schließlich aus Deutschland. Und zwar habe ich hier Revlon Colorstay. Mittlerweile ist diese Foundation für Drogerieverhältnisse richtig teuer. Also die kostet 13, 14, 15, 16 Euro, je nachdem, wo man sie kauft. Ihr könnt sie im Internet bestellen. Ist natürlich immer ein Risiko wegen der Farbe. Also ich habe hier die Farbe 220, Natural Beige. Und im Moment ist die so einen ganz kleinen Tacken zu dunkel für mich, aber ich kann sie immer noch tragen. Also es sieht jetzt nicht schlimm aus oder so, damit ihr vielleicht so eine kleine Richtlinie habt. Das Make-up deckt relativ stark. Es ist sehr flüssig. Also zum Beispiel ist Catrice All Matte Plus eher so gelartig. Und wenn man die so auf die Hand pumpt, dann bewegt die sich nicht hin und her. Die ist wirklich flüssig. Man kippt die auf den Handrücken, hat also leider keinen Pumpspender. Das ist der einzige Nachteil. Und dann muss man sie relativ schnell in die Haut einarbeiten, weil sie schnell irgendwie so, ja, fixiert oder so. Und dann kann man sie nicht mehr so gut verblenden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich 24 Stunden lang hält, wie es hier drauf steht. Das habe ich nie ausprobiert. Aber so gute 16 Stunden hält die locker. Zumindest mit Puder fixiert. Dann habe ich eine Foundation, die ihr in der Apotheke bekommen könnt und ich habe die vor 1,5 Jahren vielleicht entdeckt
Und ich habe mich sofort in die Foundation verliebt. Ich hatte so ein Testerchen aus der Apotheke mitbekommen, habe die dann einfach mal so aufgetragen und bin noch am selben Tag in die Apotheke zurück, weil ich die Foundation so gut fand, dass ich wusste, ich muss die haben. Vichy Aeratin Pure nennt die sich. Und da gibt es jetzt wieder zwei verschiedene Varianten. Ich habe die Cream Foundation. Und die ist für eher so trockene, normale Haut, angeblich zumindest. Ich glaube aber trotzdem, dass die für ölige Haut ganz gut sein wird, weil die sich relativ pudrig anfühlt. Ich habe die Farbe Sand 35. Die Farbauswahl bei Vichy ist nicht riesig, aber falls eure Farbe dabei ist, große, große Kaufempfehlung. Kostet, je nachdem in welcher Apotheke ihr sie kauft, zwischen 13 und 16 Euro. Ich habe sie damals für nicht ganze 13 Euro bekommen, wie 12,80 Euro, glaube ich. Sie hält nicht ganz so lang wie zum Beispiel Revlon Colorstay. Ich finde auch ein bisschen kürzer als Catrice All Matte Plus. Die Deckkraft ist mittelstark, aber sie lässt sich ganz leicht auftragen. Ich trage sie auch wieder am liebsten mit meinen Fingern auf. Ich finde, die Konsistenz wird irgendwie noch geschmeidiger, wenn so die Wärme der Hände die Foundation noch so ein bisschen aufwärmt. Zumindest habe ich so den Eindruck. Es ist für mich die perfekte Alltagsfoundation. Nicht so leicht deckend, nicht so stark deckend, hält halt so lang, wie man es braucht, fühlt sich überhaupt nicht schwer auf der Haut an. Im Vergleich dazu zum Beispiel würde ich sagen, dass man Revlon Colorstay schon merkt. Also man merkt, dass man Make-up trägt. Es fühlt sich nicht schlecht an, nicht zu stark an, also nicht so zu schwer an. Aber hier merkt ihr halt gar nicht, dass ihr Foundation tragt, finde ich zumindest. Und ich brauche hier nicht unbedingt Puder, nachdem ich die Foundation aufgetragen habe. Und die letzte Foundation für heute ist mit Abstand die teuerste. Und zwar ist das Double Wear von Estée Lauder. Kennt ihr ganz bestimmt, ganz bekannte Foundation. Kommt leider auch ohne Pumpspender, den hätte man nochmal nachkaufen müssen. Und ja, als hätte ich Lust, dafür noch Geld auszugeben. Das Make-up an sich ist schon super teuer. Es kostet mittlerweile über 40 Euro, aber Preise sind wie immer auch unten für euch gelistet. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher auf den Euro genau, wie viel die kostet. Die ist so ein bisschen vergleichbar mit Revlon Colorstay, nur finde ich Estée Lauder noch einen Tacken besser. Was sie halt für mich besser macht als Revlon Colorstay, so ein kleines bisschen zumindest, ist dieses Tragegefühl. Die fühlt sich leichter auf der Haut an, deckt aber ganz genauso stark ab. Konsistenz ist sehr ähnlich, die ist halt auch ziemlich flüssig. Man muss wieder relativ schnell sein, um die Foundation einzuarbeiten. Aber dann habt ihr echt wieder so 16 Stunden lang, habe ich die, denke ich, am längsten getragen, Ruhe und könnt beruhigt praktisch so bloßgehen von morgens bis abends und habt einen tollen Teint. Ich brauche Puder, wenn ich die trage. Ich finde nämlich, dass das Finish nicht besonders stark mattiert ist und wenn ich die ohne Puder trage, dann glänzt meine Haut extrem im Laufe des Tages. Und ich mag zwar diesen Glow, aber ich glaube, das wäre mir doch ein bisschen zu viel ohne Puder. Und bei der Foundation habe ich übrigens die Farbe 1N1 Ecru 16. Ganz komische Farbbezeichnung. Das sind also meine 5 Top-Foundations aller Zeiten. Alle Videos, die ich angesprochen habe, sind natürlich für euch unten verlinkt. Und es wäre super, wenn ihr vielleicht eure Lieblingsfoundation in den Kommentaren dalassen würdet und auch einen Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen. Ciao, bis zum nächsten Mal.